Schieb 83 zu erzählen, ist halt auch mir persönlich eigentlich voll wichtig, weil ich von Anfang an das Gefühl gehabt habe, da eine Geschichte gefunden zu haben, die ganz vielen Menschen in Südtirol einfach aus dem Herzen spricht. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die ein Gefühl erzählt, das viele Menschen kennen. Und zwar ist es das Gefühl, sich selber vier zu kommen, anders zu sein, nicht der Norm zu entsprechen, sich anders zu fühlen und irgendwie fehl am Platz zu sein. Fehl am Platz zu sein in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, an einem Ort zu sein, wo ich eigentlich nicht so wahrgenommen wäre und wo ich eigentlich mein inneres Potenzial und meine volle Gestaltung nicht ausleben kann. Also eigentlich ist eine Geschichte, die ein Gefühl erzählt, das Enge bedeutet und dächt irgendwie die Lust auszubrechen und Neues zu entdecken. Ja, die Geschichte war eigentlich auf einmal da. Es war ein totaler Zufall. Ich kenne die Clara eigentlich schon länger und eines Tages kommt sie zu mir und sagt, du Flori, ich habe da etwas für dich, schau dir das einmal an. Und dann gehe ich mit ihr in ihr Atelier und sie erzählt mir, dass sie für einen Südtiroler Schafzuchtverein 250 total gleiche Schafbüsten getöpfert hat. Nicht? Und dann erzählt sie mir, dass die einmalig ausgestellt worden seien und dann an die Teilnehmer von der Rassenschau verschenkt worden seien. Und dann sagt sie, ja Flori, und während der monotonen Arbeit habe ich die Eier teilweise so voll gehabt, dass sie aus den missglückten Objekten ganz einzigartige Unikate geformt haben. Und das war so ein Moment, wo du gleich gespürt hast, okay, wie geil ist denn die Geschichte? Nicht? Weil es ist so viel drinnen, nicht? Sie erzählt so viel. Du sagst, okay, auf der anderen Seite hast du so das Zuchtschaf, das perfekt ist, das der Norm entspricht, wo alle sagen, bravo, für das kriegst du einen Preis. Nicht? Und auf der anderen Seite ist eigentlich ganz geile, misslungene Unikate, die riskiert hätten, in der Schublade zu versterben. Nicht? Und ich glaube, das hat voll viel über unsere Gesellschaft zu erzählen. Und das war noch klar, dass wir da etwas machen müssen. Ja, mit der Geschichte wollen wir eigentlich Mut machen und Perspektiven aufzeigen. Das Ende von der Sheep-Story ist extra offen gelassen, weil wir eigentlich die Leute einladen möchten, ihr persönliches Ende zu erzählen. Also, wo sehen sie sich in der Geschichte wieder? Was trifft für sie auch zu? Und vor allem, wie ist die Erfahrung bei ihnen gewesen? Wie ist ihre Geschichte weitergegangen? Das hat man gerne sammeln und danach aufbereiten, weil ich glaube, dass wir da in ganz vielen Menschen ganz viel Mut und gute Perspektiven aufnehmen können. Auf der anderen Seite ist es logisch auch eine Einladung zu überlegen, wie wir junge Menschen begleiten, praktisch welche Möglichkeiten haben junge Menschen, vor allem in Südtirol, in unsere Dörfer, warum gehen sie weg, was halten sie da, aber was suchen sie auch vor allem. Und was ist unsere Aufgabe, Settings zu gestalten, dass junge Menschen so aufwachsen können, dass sie ihr volles Potenzial zur Geltung bringen können? Nein, ich glaube nicht, dass es eine Message gibt. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Messages, die wir über die Geschichten von den Leuten einfangen können und wo sich eigentlich jeder nach seinen Teil ausholen kann. Wenn es für mich persönlich ein Message gibt, dann ist es eigentlich die, dass ein Sheep-Video eigentlich die Geschichte erzählt, dass sie wohlbehütet am Hof aufwächst, dann in die große, weite Welt will und irgendwann an einen Punkt kommt, wo ich eigentlich das Gefühl habe, okay, irgendwie bin ich aber echt allemlei mit der Herde, mit der Masse mitgelaufen. Es war zwar geil, es war cool, es war für mich auch ganz viel Positives dabei, aber irgendwie war es ein Weglaufen. Und ich glaube, dass meine Message die ist, dass du sagst, okay, egal wohin du läufst, irgendwann ist es gut, dass du an den Punkt kommst, wo du checkst, dass die Reise eigentlich in dir selber endet. Und dann kommst du drauf, dass du alles, was du brauchst, allem schon in dir drinnen gehabt hast. Ob ich ein Sheep bin? Ja, ich glaube, man hat mir in meinem Leben ganz oft gesagt, dass das nicht geht. Und auch wenn ich keinen Plan gehabt habe,
Irgendwie hat mir mein Herz allem gesagt, das ist gut, dass wir das jetzt tun. Und das hält euch heute noch.